Hallo meine Freunde und herzlich willkommen in diesem Video. Heute schauen wir uns an, wie wir mit dem Sinus fehlende Seiten im rechtwinkligen Dreieck berechnen können. Hä? Aber das kann man doch mit dem Satz des Pythagoras. Mit dem Satz des Pythagoras kann man das allerdings nur machen, wenn zwei Seiten angegeben sind. Oft ist es aber so, dass nur eine Seite angegeben ist, dafür aber die Winkel. Übrigens, falls ihr irgendwelche Hilfe in irgendwelchen Schulaufgaben braucht, kommt gerne an meinen Discord-Server, schreibt eure Frage, markiert am besten die Nachhelfer, schickt die Frage rein, hofft, dass ihr eine Antwort bekommt. Link dazu in der Videobeschreibung. Los geht's! So, meine Freunde, ich habe hier ein rechtwinkliges Dreieck mit den Seiten A, B, C und wir gucken uns den Winkel Alpha an. Es geht darum, dass mir zwei Winkel gegeben sind, also jetzt die 90 Grad und jetzt Alpha. Und eine Seite, jetzt in dem Fall C, ist mir gegeben. Und ich möchte jetzt nun den Rest der Seiten berechnen. Und das kann ich mit dem Sinus machen. Kleine Wiederholung, der Sinus von in dem Fall jetzt Alpha ist gleich die Gegenkathete durch die Hypotenuse. Der Sinus von Winkel Alpha ist gleich die Gegenkathete. Die Gegenkathete ist die Kathete, die gegenüber von dem Winkel liegt, also das hier. Das ist die Gegenkathete, geteilt durch die Hypotenuse H. So, jetzt möchte ich zum Beispiel die Gegenkathete berechnen, weil mir die Gegenkathete fehlt. Also kann ich das ganz einfach machen. Ich sehe, ich habe hier geteilt durch H und das, was ich machen muss, ist in dem Fall einfach nur mal H multiplizieren. Dann habe ich nämlich Sinus von Alpha mal H ist gleich G. Das heißt, die Gegenkathete ist gleich Sinus von Alpha mal die Hypotenuse. Die Hypotenuse berechnen geht genauso. In dem Fall durch Sinus von Alpha rechnen. Also haben wir dann H ist gleich Gegenkathete durch Sinus von Alpha. Jetzt könnte jemand sagen, die Sache ist jetzt aber ein bisschen problematisch. Sagen wir mal, Alpha ist bei mir jetzt 60 Grad angegeben. Und ich habe jetzt zum Beispiel nur die Hypotenuse, sagen wir jetzt mal zum Beispiel 10 cm. Wie soll ich in dem Fall den Sinus berechnen, wenn mir die Gegenkathete fehlt? Dann kann ich ja den Sinus nicht berechnen. Das heißt, wenn ich den Sinus nicht berechnen kann, dann kann ich auch nicht die Gegenkathete berechnen. Dazu kann ich euch was sagen, meine Freunde. Und zwar in dem Fall dürft ihr den Taschenrechner benutzen. Hoffe ich zumindest, weil sonst wird es ein bisschen problematisch. Denn wenn ihr mit dem Sinus und Cosinus und Tangens rechnet, dann wird es höchstwahrscheinlich so sein, dass ihr sehr oft den Taschenrechner benutzt. Und das ist eins der Fälle, wo ihr den Taschenrechner benutzt. Hier müsst ihr nur Sinus von, jetzt in dem Fall 60 Grad eingeben und bam, bekommt ihr das Ergebnis. Schauen wir uns jetzt ein Beispiel dazu an. So, meine Freunde, ich habe jetzt hier so ein Dreieck. Die Hypotenuse ist 10 cm, der Winkel Alpha ist 30 Grad. Und ich möchte jetzt die Gegenkathete berechnen. Zuerst Sinus von Alpha ist gleich Gegenkathete durch Hypotenuse. Problematisch, denn hier fehlt uns jetzt die Gegenkathete. So, holen wir uns die Formel der Gegenkathete, die wir gerade eben schon gesehen haben. Gegenkathete ist gleich Sinus von Alpha mal die Hypotenuse. Jetzt können wir das Ganze einsetzen. Gegenkathete ist gleich Sinus von, in dem Fall jetzt 30 Grad, mal die Hypotenuse, die 10 cm. Die Einheit müsst ihr nicht mit aufschreiben. Das Grad solltet ihr hier schon mit aufschreiben. Und das Einzige, was ihr jetzt machen müsst, ist das Ganze einfach nur in den Taschenrechner eingeben. Und wenn ihr es in den Taschenrechner eingegeben habt, dann kommt bei euch raus. Gegenkathete ist gleich 5 cm. So habt ihr die Gegenkathete berechnet. So, jetzt fehlt uns noch die Ankathete. Und dazu gibt es eigentlich sehr viele Möglichkeiten, wie ihr es machen könnt. Zum einen könnt ihr es mit dem Sinus machen, aber in dem Fall einen anderen Winkel betrachten. Das wäre der hier. Ihr könnt das auch mit dem Cosinus oder Tangens machen. Ihr könnt das aber auch mit dem Satz des Pythagoras machen. Und wie der Satz des Pythagoras funktioniert, habe ich in ein anderes Video gezeigt.